Heute besprechen wir die 5 Schritte, um nach den Weihnachtsferien wieder voll durchzustarten. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ihr merkt schon, ich bin verdammt gut gelaunt. Das liegt zum einen daran, dass ich endlich nach einem Monat, für euch, wenn ihr mir die Videos schaut, könnt ihr es gar nicht vorstellen, aber für mich seit einem Monat es wieder an der Zeit ist, ein Video zu drehen. Denn ich hatte ja erst war Weihnachten, dann eine ganze Weihnachtsferien durch die 2 Bootcamps in Amsterdam und in Prag. Da schaut gerne mal auf Instagram @leo_ecke dabei. Da seht ihr vielleicht noch ein bisschen was, werden vielleicht auch mal Videos dazu kommen. Das war auf jeden Fall crazy. Und da hatte ich natürlich überhaupt keine Zeit, Videos zu machen. Deswegen habe ich einfach so viel vorproduziert, dass quasi 4 Wochen lang Videos kamen, die alle schon im Vorhinein aufgenommen wurden. Und jetzt endlich. Also wenn ihr dieses Video seht, das habe ich vor 2 Tagen gemacht. Das ist quasi jetzt so nah an live, wie es irgendwie geht. Ich bin mega happy darüber. Ich bin natürlich auch happy, dass die beiden Bootcamps so mega krass geil verlaufen sind. Ich bin happy, dass ich hier daheim bin. Ihr merkt schon auch hier anderes Szenario. Auch falls ihr euch fragt, was ist das für eine Flasche? Die Abiturflasche kennt ihr schon. Aber meine habe ich ja ein bisschen verloren. Das hat mir eine Teilnehmerin, die beim Bootcamp in Amsterdam dabei war, Lea, Grüße an dich, geschenkt. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall würdigen und die Flasche hier gleich mit ins Video reinnehmen. Fragt mich bitte auch nicht wegen diesem Nagellack. Das war beim Bootcamp in Prag. Wir hatten viel Spaß, würde ich sagen. Und ansonsten lasst uns das Video reinstarten. Das ist das, worum es heute geht. Denn ich will ja vor allem euch den besten Mehrwert bringen. 5 Schritte, wie du in 2019, jetzt nach den Weihnachtsferien, wieder richtig durchstarten kannst. Also lasst uns, nachdem wir schon viel Zeit verloren haben, dafür vielleicht ein bisschen Spaß gehabt haben, was ja auch manchmal ganz wichtig ist, voll in die Tipps reinschauen. Mann, ist es geil, hier zu reden. Geil. Erster Tipp, setz dir ein konkretes Ziel. Ich muss es immer wieder merken, dass wirklich die simpelsten Sachen oft die effizientesten sind und vor allem auch diejenigen, die dich am nächsten dorthin bringen, wo du hinkommen möchtest. Und wenn du sagst, du willst ein Traumabitur erreichen, aber du weißt gar nicht genau, was dieser Traumabiturschnitt ist, dann ist es für deinen Kopf sehr problematisch, sich darauf auch zu fokussieren und den schlussendlich auch zu realisieren. Deswegen bitte, 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 wenn du bisher jemand war, sagst, oh ja, ich hätte so ungefähr gern 1er-Abi. Oder sagst du, ja, 1,6, 1,7 wäre so ganz nice. Sagst du, ja, ungefähr, irgendwas mit einer 1 vorne, ja. Oder wenn du sagst, ja, 1,1, 1,2, 1,3. Versuch mal konkret zu werden. Warum genau 1,1? Das haben wir auch so oft beim Bootcamp gemacht. Warum genau 1,6? Warum genau 1,9? Warum 2,4? Was ist es? Warum? Und weil wenn du das mal ganz konkret hast, dann kannst du auch verstehen, was muss ich alles dafür tun? Welche Note muss ich konkret in welchem Fach haben, um genau, und zwar exakt dorthin zu kommen, dass wir dir vom Fokus und auch von der langfristigen Motivation extrem gut helfen. Zweiter Tipp, das ist auch ganz, ganz viel im Bootcamp vorgekommen. Und zwar schreibe dir die 3 Sachen auf, die den größten Impact hätten, wenn sie sich verändern würden. Das bedeutet, was sind die 3 Dinge, die du aktuell einfach noch nicht wirklich ideal machst? Ja, zum Beispiel, du bist vielleicht mit deinem Handy, du schläfst morgens zu lange und du hast noch keine richtige Lernstrategie. Zum Beispiel, wenn du keine richtige Lernstrategie hast, hier rechts oben schaut und dir das Video zu unserer Lernstrategie, zur AA-Methode an. Die wird dir sehr stark helfen, aber dass du einfach mal merkst, okay, wo sind meine Punkte? Und egal, ob das jetzt Lernen, früh aufstehen, Handy, Ablenkung durch Eltern, dass du dich nicht in der Mitarbeit nicht traust, dass du das Gefühl hast, ja, keine Ahnung, irgendwie, ich lerne immer super viel und fühle mich auch gut vorbereitet in Prüfungen, aber irgendwie in der Prüfung kriege ich das eigentlich ganz umgesetzt, weil ich irgendwie ein bisschen Panik habe, oder du bearbeitest einfach die Aufgaben nur falsch, hast gar keine Ahnung von den Anforderungsbereichen, die 1, 2, 3, die es da in der Oberstufe gibt. Das könnt ihr auch mal im Video machen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es haben wollt. Aber werdet ihr bewusst darüber, was sind so die 3 Dinge, wenn die sich ändern würden, das wäre einfach krass. Da wärst du danach einfach direkt um 20, 30, 40, 50% besser in der Oberstufe. Werdet ihr über die klar, weil langfristig auch darauf fokussieren, die zu verändern. Und ich verspreche dir, wenn du die 3 Sachen änderst, die deiner Meinung nach den größten Impact hätten auf deine Noten, dann ist das 1000-mal besser, als wenn du die 97 anderen Dinge, die auf dieser Liste vielleicht weniger wichtig, aber eben danach kommen würden, wenn du die verändern wirst. Deswegen fokussiere ich auf die 3 Sachen, die am allerwichtigsten sind, und das wird dir auch am allermeisten bringen. Drittens, schreibe dir alle Hindernisse auf, die dich davon abhalten könnten, deinen Traumabiturschnitt zu erreichen. Und dann such dir eine permanente Lösung dafür. Wir haben im Bootcamp, und das ist eine Sache, auf die ich allgemein in meinem Coaching extrem viel Wert lege, sehr viel
auch Selbstcoaching gemacht. Das heißt, ich möchte nicht nur dir beibringen, wie du in der Oberstufe besser wirst, im Sinne von, ich sag dir, was du tun sollst, oder beziehungsweise hier auf deine Situation ein. So, was mir mindestens genauso wichtig ist, dass du lernst, wie du dich selbst coachen kannst. Weil so schaffst du es auch, unabhängig von mir zu werden. Du schaffst es, dein eigener Coach zu werden und wahrscheinlich auch ein viel besserer Coach für dich zu sein, als ich es sein könnte, weil du dich zu 1000% gut kennst. Das Wichtige ist nur, dass du dafür erstens mega ehrlich mit dir selbst bist und zweitens dich radikal hinterfragst. Denn im ersten Moment ist es überhaupt nicht schön, dich zu Fragen zu stellen wie, was mache ich falsch, was könnte noch passieren, was mich davon abhält, eben dieses Traumabitur zu erreichen. Aber ich sag's dir, in dem Moment, wo du anfängst, dich nicht immer nur damit zu beschäftigen, was soll noch Geiles passieren, sondern vor allem, was sind die Dinge, die vielleicht nicht so geil sind, die aber passieren könnten und du dich von vornherein dagegen schützt, das wird crazy. Was bedeutet jetzt aber eine permanente Lösung? Eine permanente Lösung ist eine Lösung, die unabhängig von deinem Zustand und von der Situation ist. Das bedeutet zu sagen, oh, ich strenge mich einfach jetzt die nächsten Wochen jetzt wieder mehr an. Das ist nicht unabhängig von dir. Ja? Du kannst mal motiviert sein und gibst mal einen Tag Gas und dann kannst du wieder einen Tag geben, wo du unmotiviert bist und du wirst keinen Tag Gas geben. Was aber unabhängig von dir ist, ist zum Beispiel, wenn du eben Ablenkung mit dem Ding hast, mit dem Handy, dass du dir zum Beispiel da einfach eine App holst, die einfach Apps blockt, die dich ablenken. Instagram, YouTube, WhatsApp, was auch immer. Das ist unabhängig von dir. Weil diese App hast du immer auf deinem Handy und wenn du dann zum Beispiel auch eine Zeit eingestellt hast, da kannst du zum Beispiel Help Me Focus dir holen oder auch was weiß ich, gerade Apps. Ich nutze immer Help Me Focus und sage das in ein paar Videos immer wieder, weil ich die App einfach feiere. Aber egal was das ist, hol dir das. Und such vor allem dann auch bei jeder anderen Sache, die dich irgendwie abhalten könnte, besser in der Schule zu sein, such dir dafür eine permanente Lösung, egal was es ist. Wenn du Probleme damit hast, dich zum Lernen hinzusetzen, dann sag deiner Mom, dass sie dich dazu zwingen soll, jeden Tag um 16 Uhr mit den Hausaufgaben anzufangen. Weil das ist, wie das wird sie immer tun, wahrscheinlich sogar lieben gerne. Und es ist auch unabhängig von der Situation an sich. Es passiert einfach immer, all the time, es passiert immer. Genau solche Dinge musst du suchen für jede einzelne Hürde, die dir noch vor deinem Traumabiturschnitt im Weg steht. Viertens, Milestones Push. Natürlich ist es geil, wenn du dir nach dem ersten Tipp wirklich mal konkret geworden bist, was ist denn jetzt eigentlich mal wirklich, so no bullshit talk, was ist denn jetzt mal wirklich mein Traumabiturschnitt, dem ich als Abiturlied nachgehen möchte. Aber dann ist es vielleicht, wenn du jetzt dieses Jahr schon Abi hast, ist es schon etwas näher, wenn du erst nächstes oder übernächstes Jahr Abi hast, ist es natürlich noch wesentlich weiter weg. Deswegen ist es unbedingt unabdingbar, dass du dir Milestones setzen, ja, dass du dir wirklich erschaust, okay, was sind denn jetzt mal so die allernächsten Prüfungen, die nächsten Prüfungen, die vielleicht schon übermorgen sind oder nächste Woche oder in zwei Wochen oder nächsten Monat, aber wirklich was extrem nah an deiner Zukunft ist, setz dir dafür ein konkretes Punkteziel und sag dir, genau diese Punktzahl möchte ich erreichen. Weil was du dadurch schaffst, ist, du kannst anfangen, wirklich jetzt schon was dafür zu tun. Für dein Traumabiturschnitt kannst du extrem viele vage Dinge tun, ja, du kannst dich in allen möglichen Bereichen verbessern, aber für diese eine Prüfung, die jetzt in naher Zukunft ansteht, kannst du einfach eine Sache tun, und zwar möglichst effizient dafür zu lernen. Und darauf kannst du dich dann spezialisieren, darauf kannst du dann dich fokussieren, darauf kannst du dann Gas geben und dann kannst du so auch dieses Momentum mitnehmen. Ja, wir haben immer, wenn die Ferien rum sind, wenn es neu in der Schule losgeht, vor allem auch wenn ein neues Jahr ist, haben wir immer so diese Anfangseuphorie, so, yeah, jetzt gebe ich wieder Gas. Und genau die kannst du nicht langfristig halten. Was du aber tun kannst, ist genau diese Energie zu nutzen, um eben in die nächsten Prüfungen reinzustarten, dann da vielleicht Erfolgsmomente mitzunehmen und so dieses Momentum, diese Welle, auf der du reitest, die mitzunehmen. Und das solltest du in jedem Fall tun. Und fünftens, ihr merkt schon, ich habe mega Bock hier gerade einfach Videos zu sehen, das ist echt geil. Es ist einfach geil, wieder direkt zu euch zu reden, nicht nur zu den 10 Leuten, die jeweils bei den Bootcamps da waren, auch wenn es natürlich mega geil war, aber auch wieder zu euch allen, ich weiß nicht, einfach jeden Tag über 1000 Leute, die jedes Mal wieder diese Videos schauen, deswegen vielen, vielen Dank, echt mal, ist auch so in Zukunft 2018, danke Mann, danke, es ist crazy, was passiert, vielen Dank an dieser Stelle, aber was meine ich mit Identität verändern, falls ich schon gesagt habe, der fünfte Tipp ist Identität verändern. Es ist, und das ist mir im Bootcamp wieder so bewusst geworden, es ist das Allerwichtigste, was du machen kannst. Solange du selbst von dir denkst, ich bin weiterhin, keine Ahnung, ich erfinde jetzt irgendeinen Namen, Lukas Halter, ja, wenn du genauso heißt, Glückwunsch, dann hast du im Lotto gewonnen. Wenn du dir nach wie vor denkst, oh, ich bin Lukas Halter und ich schreibe halt immer so Dreier,
dann ist es logisch, dass egal wie viel du dir meine Videos anschaust, dass egal wie sehr du dich verbessern willst, du wirst langfristig trotzdem dieser Identität zur Last fallen. Du wirst nicht wirklich besser werden, weil du immer noch dieses Denken über dich selbst hast, oh, ich bin Lukas Halser, der nur Dreier schreibt. Du musst deine Identität verändern, um signifikante Veränderungen in deinem gesamten Leben vorzunehmen. Und deswegen ist auch wirklich immer, deswegen liebe ich so diese vorgefertigte Identität des Abiturathleten so sehr, weil ihr könnt sie einfach annehmen. Ich habe es im Bootcamp gesagt, das ist eigentlich wie so eine vorgefertigte Ritterrüstung. Ja, ihr müsst euch einfach nur, die wurde so ein bisschen von mir erschaffen, wir haben sie so gemeinsam geschliffen, aufgebaut als Community. Und jetzt jede Person, die dann neu dazukommt, oder auch wenn du das Gefühl hast, du warst schon lange Zeit Abiturathlet, aber du willst jetzt noch mal krasser sein, du willst ein Abiturathlet 2.0 sein, ja, dann spring in diese Rüstung und gib Gas. Das heißt, versuch dir möglichst viele Videos anzuschauen, versuch immer mehr so zu denken, versuch für dich selbst auch neue Punkte, neue Eigenschaften an dir rauszufinden, wo du sagst, okay, so muss ich sein, um mein Ziel zu erreichen. Leute fokussieren sich immer nur, was muss ich tun, um mein Ziel zu erreichen. Aber es ist teilweise sau anstrengend, alte Dinge zu tun. Was viel leichter fällt, ist diese neue Identität anzunehmen, dir wirklich klar zu werden, wer muss ich sein, um diesen Traumabiturschnitt zu erreichen? Welche Art von Abiturathlet muss ich sein? Was macht mich als Abiturathlet aus, damit ich diesen Traumabiturschnitt erreiche? Und wenn du das hast, dann werden sich alle Handlungen automatisch nach sich ziehen. Das wünsche ich dir. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir hören uns im nächsten Video. Dein Leo.